Ah, das kann ich drücken. Wer ist wieder beende? Hey, wieder Schwarzbild. Hä? Das Spiel hat mir einfach mein Bild geklaut. Was soll ich denn jetzt machen? Aha. Aktuelle Erinnerung. Letzten Kontrollpunkt neu starten. Ja. Ich habe ja keine Chance ohne Bild. Bisschen buggy. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Liberation HD. Wir haben beim letzten Mal den, ja, Gouverneur verschont und unserem ollen Lehrmeister hat es nicht gefallen. Und jetzt sollen wir hier weitermachen und leider sind die letzten beiden Parts in Madigo Mikroquali, weil es mein OBS hier scheinbar einfach mein Mikro nicht erkannt hat. Ich habe es jetzt neu gestartet und habe jetzt auch ein paar Fallback-Dinger eingerichtet. Also ich habe jetzt aus bis zu 4 Mikrospuren theoretisch, aus denen ich wählen kann, eine davon einfach Standardaufnahmegerät. Es war zum Glück Mikro da, versteht mich nicht falsch, aber es klang irgendwie so dermaßen scheiße, als ob das irgendwie von der Webcam genommen hat oder so. Das ist einfach, also die Soundquali bei den letzten beiden Parts ist scheiße. Leider. Ich schaue mal, ob ich da noch irgendwas drehen kann. Ich nehme jetzt wieder einfach den nächsten Part in Folge auf und der sollte jetzt besser sein von der Quali her. Aber ich kann es halt nicht versprechen. Aber ja, schauen wir mal. Herausfinden, wohin die Sklaven gebracht werden. Gen Süden. Gehen wir jetzt. Aveline. Agathe erzählte von deiner Flucht nach Mexiko. Willst du deine Geschäfte hier aufgeben und die Sklaven in New Orleans? Was ist mit deiner Familie? Mein Vater schickt mich nach Kuba, um dort neue Zulieferer für uns zu finden. Solange ich fort bin, kannst du das Geschäft auch allein weiterführen. Ich muss unserem Feind folgen. Und wann wolltest du mir das mitteilen? Ich konnte nicht riskieren, dass du mich aufhältst. Und mehr siehst du nicht in mir? Geschäfte? Befehle? Aveline, du bist mir wichtig. Gerald, sei nicht böse. Wir müssen doch Arbeit und Gefühle trennen. Ich hätte dir das gern. Da ich dich nicht aufhalten kann, kann ich dir vielleicht noch irgendwie helfen. Nun gut, ich muss auf das Schiff und weiß noch nicht wie. In der Nähe ist ein Lager, wo man Sklaven hält. Sklaven für Mexiko. Du kannst dich unter sie mischen und so aufs Schiff gelangen. Nur muss ich meine Waffen zurücklassen. Wie willst du dich verteidigen? Gut, dumme Frage. Ich bewahre sie bis zu deiner Rückkehr auf. Hab Dank, Gerald. Du bist ein wahrer Freund. Ein wahrer Freund, das wird ihn jetzt wohl treffen, hä? Ey, aber woher weiß er das, hä? Woher weiß er das? Die Sklavenkleidung anziehen. Du da in den Hosen, ist das so ungewöhnlich? Sie entkommt ihm. Oh, ich habe gar keine Waffen mehr an. Einfach weg, ja, sowas aber auch. Okay. Schlafen gelegt. Und mit dir, du bist auch weg, so. Geld. Ist das hier zum Umziehen? Ja, es ist zum Umziehen. Jetzt haben sie bestimmt absichtlich gemacht, dass man da schon die beiden Wachen hat, wo man quasi nicht drumrum kommt. Einfach, dass man sich schon mal drauf einstellen kann. Jetzt hast du erstmal nichts zum Verteidigen. Außer deine bloßen Fäuste. Ja. Es wird jetzt interessant, weil wenn man das jetzt so anguckt, da ist nichts, Leute. Da ist nichts. Ja. Zum Lager gehen? Oh, okay. Ja, wir gehen da mal dahin. Wupp, 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 wupp. Pera-pera-pera-pera-pera-pera. Stüppi-düppi-dai. Ah, natürlich. Hallo?
Hundi. Das wollte ich nicht. Infiltrieren. Ja, ist okay. Ich will vorher vielleicht nochmal gucken, ob ich an die Truhe komme. Reiße Steckbriefe ab, okay. Machen wir, falls wir einen finden. Possible, ja, das ist possible. Und schon kennt mich keiner mehr. Zumindest als Sklavin, aber das muss ja jetzt auch sein. Kann mir irgendwo eine Kiste nehmen? Ups, war ein Versehen. Da rechts sind doch Kisten, da kann ich mir doch bestimmt gleich eine schnappen einfach. Hier, komm, lass mich einfach so eine Kiste schnappen. Geht doch bestimmt. Dann darf ich doch da bestimmt rein. Achtung, ich muss hier mal was reinbringen. In einer Gruppe untertauchen und unentdeckt bleiben. Nicht schwimmen. Ohne entdeckt zu werden. Ach so. Sag mir das doch früher. Ja, ich muss jetzt halt mal kurz ein bisschen... Also hier bin ich ganz gut. Hier bin ich ganz gut dabei. Ich bin nicht sichtbar für die Eulenwachen. Bin einfach Teil der Gruppe. Hab einfach einen Eulen aufkommen in die Gruppe gemacht. Wieso lädt es so lange? Hallo? Würdest du mal bitte fertig geladen haben da rechts? Hallo? Ich habe gerade versucht, ob ich die Karte öffnen kann, aber nee. Ah, das kann ich drücken. Wenn ich es wieder beende, habe ich wieder Schwarzbild. Hä? Das Spiel hat mir einfach mein Bild geklaut. Was soll ich denn jetzt machen? Aha. Aktuelle Erinnerung. Letzten Kontrollpunkt neu starten. Ja. Ich habe ja keine Chance ohne Bild. Bisschen buggy. Aber passiert. Muss jetzt auch nicht an Linux liegen. Hä? Ach, das sollte eigentlich laden, weil wir jetzt scheinbar mit auf dem Schiff sind, aber es hat nicht geladen. Okay, cool. Das hatte ich so auch noch nicht. Okay. Oh, und jetzt geht's auch weiter. Animus Erinnerungsnotizen. Aveline glaubt fest daran, dass sie dem Treiben ihrer Feinde ein Ende setzen kann. Also widersetzt sie sich dem Befehl AKTs und begibt sich an Bord eines Sklavenschiffs mit unbekanntem Ziel. Dieser Entschluss belastet ihr Verhältnis nur noch mehr. Ja, daran erinnere ich mich auch noch an die Stelle hier.
1769, Chichen Itza. Alles wird riskiert, um der Spur der Wahrheit zu folgen. Willkommen, Freunde, zu einem Leben in Freiheit, Produktivität und Frieden. Hier findet ihr keine Ketten, keine Peitschen. Hier bildet ihr eure eigene Gemeinde. Und durch harte Arbeit werden wir zusammen gedeihen. Okay. Das Volk mischen und Informationen sammeln. Da ist eine Erinnerungsseite. Und das Volk mischen am Arsch. Ich will die Maya-Figuren findet man überall in den Ruinen von Dings da. Ich will erstmal die Tagebuchseite. So. Ja, wir müssen ja jetzt noch nicht zwangsweise direkt weitermachen, ne? Wir können ja auch erstmal hier den ganzen anderen Stissel machen. Oh, Moment. Tagebuchseite. Oh, da ist noch was. Das nehmen wir natürlich auch mit. Ich weiß jetzt nicht, was war. Ich habe es jetzt auch nicht gelesen rechtzeitig. Muss ich leider zugeben. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ich hier gerade bekommen habe. Würde mich interessieren. Warte mal. Ah, hier, gucke mal. Maya-Figur. Maya-Statuette erhalten. Okay. Einmal Synchro, bitte. Ich glaube, das Gebiet hier war auch nicht allzu groß. Das kann man da schon mal machen. So. Hui. Fupp. Da ist aber nochmal eine Truhe. Irgendwo. Ach hier, okay. Nehmen wir mit. Geld. Und ich habe wirklich nur meine Fäuste, okay. Hui, einmal rutschen. Einmal rutschen, das ist lustig. Einmal rutschen, das ist schön. Oh, Moment, da muss ich rüberspringen wohl irgendwie. Die Frage ist nur, wie? Wahrscheinlich hier einmal drauf und dann hier einmal rüber. Ich weiß nicht, was die bringen, aber ich nehme sie einfach mal mit. Oh, ich bin verdächtig. Oh, upsi. Das ist natürlich ein bisschen blöd. So, das nehmen wir auch noch mit. Nö. Ich denk nicht dran. Ich bin einfach ganz normal wie die anderen hier, so. Da könnte ich mich unters Volk mischen, will ich ja jetzt noch nicht. Was für hört auf? Nö. Ich fang gerade erst an. Ich fange gerade erst an, alles hier zu plündern und die Tagebuchseiten zu suchen, damit wir das irgendwann mal lesen können, weil mich das interessiert. Ja, wir können auf jeden Fall mal Synchro machen. Das ist definitiv nicht verkehrt, hier mal zu synchronisieren.
Hier irgendwo? Etwa innen? Etwa innen. Und den hier nehmen wir auch mit. So. Und die Seite natürlich auch. Ist die hier, die Truhe, hinten dran? Ja. Danach, wenn wir das alles gemacht haben, dann mischen wir uns unters Volk, Leute. Oben drauf, oder? Haben wir. Bevor der uns nervt. So, jetzt schauen wir mal kurz, wo können wir denn noch was machen? Oh, da rechts und da ganz links. Oh, toll. Maya-Statuette. Wir markieren sie mal. Wie gesagt, ich weiß nicht, was es bringt, aber wir holen sie. Ist ja jetzt auch kein großer Act, die kurz zu sammeln. Die liegen ja dann doch offen rum. Und während wir die holen, vervollständigen wir schon mal die Karte. Ist ja auch schön. Du, ich tue gar nichts Schlimmes, ne? Ich gehe hier nur einmal hoch. Ist auch angenehm, die tun einem gar nichts. Ich weiß auch gar nicht, wieso die mich plötzlich suchen, aber hey. Statuette erhalten. Okay. Geht hier noch irgendwas? Also hier geht's noch nach rechts. Ich markiere mal die linke Statuette, aber schau mal, ob, wie weit es da noch nach rechts geht. Weil ich glaube, da geht es nicht mehr allzu weit lang. Sagt er und rennt schon eine Weile. Ah, okay, da ist eine unsichtbare Wand. Alles klar. Da haben wir nur noch eine Maya-Statuette und dann können wir uns langsam mal unters Volk mischen. Aber wenn ich sehe, dass wir erst schon 17 Minuten haben, können wir das unters Volk mischen vielleicht beim nächsten Part machen. Ja, die Statuette holen wir uns noch. Dann haben wir nämlich einen ganz schönen Abschluss. Und vielleicht sehen wir dann auch schon, was das bringen soll. Die Statuetten. Ich weiß es nämlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich die damals alle geholt habe. Ja, die hat's halt eilig. Schon okay. Mach nicht so ein Hickhack draus. Okay, den sollte ich halt vielleicht nicht um. Ah, der dreht auch schon um. Okay, cool. Ich sollte nur nicht umrempeln, das ist halt das Ding. Ich tu nichts. Ach, hier Sperrgebiet. Ach so, deswegen. Ja, bin ich da. Ja, ist doch. Ups. Das sieht mich hier oben nicht mehr, oder? Okay. Wieso ist hier Sperrgebiet? Das finde ich gerade ein bisschen sass. Ich dachte, hier gibt es keine Ketten und so. Okay. Keine Ketten, aber Statuetten. Bin schon wieder weg. So. Gut. Aber dann würde ich eben, wie gesagt, sagen, soll es das für diesen Part auch mal erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wir uns auch beim nächsten Mal wieder sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed Liberation HD. Und dann werden wir uns unseres Volk mischen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.